Hallo und herzlich willkommen zurück zum Folge The Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start hier auf dem Weg zum nächsten Multimount. Und letzte Woche hatten wir ja ein bisschen Pech schon fast mit unseren Rentieren hier. Aber diese Woche gilt es, Raubtiere zu jagen. Und zwar einen Kojoten und mexikanischen Rotluchs. Da sehe ich mich ja richtig, Alter. Da sehe ich mich richtig. Da weiß ich jetzt schon, dass das auf jeden Fall keine zwei Goldtiere werden. Das kann ich euch schon mal sagen. Bin froh, wenn ich überhaupt zwei schieße. Ja. Ab nach Rancho. Dann gucken wir mal. Ranger ist auf jeden Fall eingepackt. 243er. Mit der können wir ja dann beide Klasse 2 Tiere easy bejagen. Und jetzt geht es halt nur noch, die zu finden. Trinkzeiten beide nachts. Dementsprechend, ja, werde ich jetzt einfach hier den Tag über erstmal versuchen, einfach rumzupirschen. Wenn es gar nicht klappt, müssen wir halt irgendwie die Nachttrinkzeit am Ende des Tages nehmen, um überhaupt irgendwas zu schießen. Wir hatten letztes Mal ein paar Looks, als wir auf Fasanenjagd waren. Da hatten wir auf jeden Fall irgendwie 1, 2, 3 Looks geschossen am Ende des Tages. Insofern, ja, werde ich einfach hier durch die Büsche streifen, Kojoten und auch Luchse kommen auf der ganzen Karte vor. Insofern, tagsüber Ruhezeit, irgendwo in den Büschen werden sie schon hocken und Fährten werden mir dabei vielleicht helfen, aber das hier ist eine Picari-Fährte und die hilft mir sicherlich nicht. Immerhin schon mal eine mexikanische Rotluchs-Losung gefunden, also da sind wir da schon. Da ist Privatgebiet. Na gut. Da dürfen wir nicht drauf. Aber machen wir trotzdem. Warte mal, was ist da? Ne, Picari. Picari ist kein Luchs, bringt uns herzlich wenig. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht die Luchs-Fährte hier finden können. Denn bis auf die Losung sehe ich hier nichts im Umkreis. Sodass wir da nicht mal irgendwie Schlüsse draus ziehen können. Was war jetzt hier? Würde ich ja, müssen wir bei dem männlich schießen? Habe ich gar nicht geguckt, ne? Mal von aus, oder? Also macht eigentlich keinen Sinn, weibliche Multibounds zu haben bei zwei verschiedenen Tierarten. Deshalb werde ich einfach männlich erstmal schießen und hoffen, dass das was wird mit meinen Luchsen und Kojoten. Ey, ich habe auch noch nie Kojoten geschossen auf dieser Karte, ne? Oder? Weiß ich nicht, bestimmt, aber schon eher ein seltener Gast hier auf diesen Feldern hier, auf diesen Büschen. Deshalb müssen wir da mal schauen, was wir finden. Pekaris, das ist immer das, ne? Wenn du Viecher nicht suchst, dann findest du überall, aber wehe, du suchst sie nicht. Dann rennen sie dir. Ja, wenn du suchst, dann rennen sie dir über den Haufen. Aber heute ist hier Totentanz bisher bei Luchsen und Kojoten. Ja, das ist ein bisschen spät. Da kommt ja hier auf der Flucht der erste Luchs. Allerdings auch ein weiblicher. Hund bellt direkt, aber ich sehe ihn auch nicht weglaufen. Irgendwo bin ich ins Ruhrgebiet reingelaufen und der hat mich vorher gewarnt, kein gar nichts, kein Call gegeben. Ja, das ist natürlich über alle Berge. Jetzt ist natürlich mal die Frage, ob da jetzt noch ein männlicher bei war. Können wir uns vielleicht anhand der Fährten einmal angucken. Weiß ja nicht, wohin der geflohen ist, ne? Denn das hatten wir letztes Mal auch her, dass wir da weibliche hatten und dann da noch irgendwie ein zweiter männlicher bei oder hinten. Oh Gott, Alter, ist ein Kojote. Aber jetzt ist auch ein weiblicher, ne? Ist auch ein weiblicher. Ich schieße ihn trotzdem, denn ich habe einen Kojoten geschossen. War das? Ja, aber Kojoten auch nicht gut getroffen. Aber auch der hat nichts von sich hören lassen. Wir sind hier vorne aber auch dann anscheinend. Oh, guck mal, die haben sich sogar Ruhrgebiet geteilt, oder? Beide waren hier sowohl. Oder warte mal. Hat der Hund gebellt wegen dem Kojoten? Kann nicht sein, oder? Kojotengebiete. Bellt der auch bei Kojoten, Alter? Mal eben gucken, ob das hier männlicher ist. Der andere, denn den wir gespottet haben, der war weiblich. Ich sehe nämlich keine Luchsfährte hier. Ah ja, guck mal hier. 21 bis 24 Kilo männlich. Na gut. Leider die Fährte aber auch relativ schnell verloren wieder. Bis Straße da hinten verfolgen können und dann war sie weg. Also nur ein paar Meter. Der männliche Kojote wird uns wohl nicht nochmal begegnen. Ja, und der nächste auf der Flucht. Die warnen mich halt auch einfach nicht. Was soll ich denn machen? 100 Meter männlicher mexikanischer Luchs. Das ist wirklich krank, dass ich da nicht mal die Chance habe, irgendwie mich anzupirschen. Weil die einfach, das erste, was ich höre von denen, ist eine Fluchtpferde. Perfekt. Also ich glaube, wenn es so weitergeht, ey, keine Ahnung, vielleicht doch einfach die Nacht nehmen und
Wir Trinkzeiten jagen, weil hier ist ja wirklich absoluter Krampf. Wir werden halt so mit der Taktik hier, keine Ahnung, wenn wir Glück haben, wirklich einen Luchs und einen Kojoten schießen. Dann sind ein paar Gabelböcke, die genau in... Ah, da ist er. Wollte mich gerade sagen, da sind ein paar Gabelböcke, die genau in die Richtung des Luchses sind. Und die da nervös abspringen, aber den kriege ich ja nie mehr zurück. Der ist ja immer noch auf der Flucht halt, ne? Auch wenn er da langsam umherzieht. Nur was bringt mir das? Also klar, ich kann ihn schießen, nur der ist ja nicht verwertungsgerecht. Dann. Er wird aber in den Wald da hinten reinziehen. Ich werde da keinen Schuss drauf kriegen. Boah, haben wir den? Er droppt zumindest. Boah, keine Ahnung, ob da ein Schuss von gepasst hat, um ehrlich zu sein. Ich kann halt echt nur beten. Das hat irgendwie noch ein 7er wäre schon mal richtig gut eigentlich, ne? Ein 7er Lux wäre wirklich erste Sahne, aber der Winkel sehr, 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 sehr spitz und, boah, schwierig, ey. Ich würde direkt den ersten taken, wenn er Gold wäre, ich würde ihn nehmen und dann nur noch Kojoten jagen. Dann wäre ein Lux egal am Ende des Tages. Aber, ja, was das macht, ich weiß nicht. Also, erster Schuss sieht schon mal nicht gut aus. Da haben wir nicht tödlicher Treffer, das ist Organtreffer, aber eben nicht gut genug. Und der zweite, ja, der ebenfalls nicht. Und damit, ah, Junge, schade. War gar nicht so weit weg, wie ich dachte, um echt zu sein, ne? 177 Meter nur. Zweiter Schuss dann auch hinten rein, ja. Ja, bei dem Winkel, was willst du machen, ist natürlich auch schwer zu schießen. Wäre ein guter Lux gewesen, Goldlux sogar. Aber nicht gepasst. Ich bewahre ihn trotzdem erstmal auf, denn ich weiß nicht, ob wir noch einen besseren kriegen. Da unten auch direkt ein Brummschrei von einem Kojoten. 170 Meter, allerdings weiblich. Nur kann ja sein, dass da auch wieder ein männlicher beisteht, so wie gerade im Ruhrgebiet auch. Deshalb versuche ich mich jetzt da erstmal in die Richtung vorzubewegen. Dass wir vielleicht einen männlichen von denen erwischen. Da vorne ziehen einer rein, allerdings ist das der weibliche. Scheint auch kein männlicher mitzukommen, oder? Der versucht die anzulocken. Oh ja, er ist halt die ganze Zeit schon aufmerksam, wachsam. Da kommt keiner mehr. Da hinten ist einer auf der Flucht, aber es ist ein Gabelbock. Ja, insofern. Weiblicher Kojote. Da war kein männlicher dabei, wie es aussieht. Das ist leider ein bisschen blöd für uns, denn da wäre natürlich jetzt eine gute Gelegenheit gewesen, den schön aus der Nahdistanz zu erlegen. Bringt mir aber jetzt hier herzlich wenig. Das ist mir alles nicht effektiv genug, was wir da gemacht haben in den Büsche. Hier und da mal irgendwie ein Tier, dann aber alles weibliche, da ein Männchen verschossen, weil er schon auf der Flucht war. Wir versuchen es in der Nacht. Wir versuchen es in der Nacht, damit wir vielleicht doch irgendwie da ein bisschen mehr Durchsatz bekommen und dann halt wirklich nicht so die Erstbesten nehmen müssen. Dementsprechend Nighttime am Start und da versuchen jetzt erstmal die Kojoten zu finden. Ich habe auf Kojoten-Trinkzeit gestellt am Anfang der Nacht, denn am Ende der Nacht ist dann Lux-Trinkzeit. Wobei ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir sogar Lux hier schon ein bisschen Tageslicht. Weiß nicht, wie früh das hier hell wird auf Rancho. Das variiert ja von Map zu Map. Während man auf Medved zum Beispiel schon die Luchse ganz gut in im Morgengrauen jagen kann. Weil sie bis 6 Uhr trinken, weiß ich nicht, wie hell das hier schon um 6 ist. Wenn wir hier so die Endphase der Trinkzeit vielleicht mitnehmen, dass wir da auch Glück haben. Dass es schon ein bisschen heller ist als das, was wir gerade sehen. Denn sehen tue ich hier in erster Linie nicht so viel. Aber das macht ja auch nichts. Denn wenn ich dann Kojoten irgendwo sehen sollte, dann wird hier aufleuchten und wird mir sagen, ja, guck mal, da vorne ist ein Kojote. Ja, Kojote auf der Flucht, 30 bis 40 Meter. Ah, da vorne sind sie doch, beide. Aber ist da ein männlicher? Aber kannst du gleich sehen, mal bitte das Spotten hier? Ah, da ist ein Sechser. Hier, bleib stehen. Okay, den haben wir gelegt. Und damit den männlichen Kojoten schon mal wenigstens. Den wir da haben, die haben hier Trinkgebiet anscheinend gehabt, direkt vor mir. Nee, ist Gabelbock. Aber die werden ja wohl getrunken haben irgendwo, oder? Wie von aus? Müssen wir sonst, ja. Hier ist das Trinkgebiet. Boah, gut, da haben wir noch zum Glück den abspringenden Sechser da gesehen. Und wir haben uns da vorher angepischt. Wir waren natürlich jetzt ein bisschen unlucky, dass sie direkt vor meinen Füßen getrunken haben, wo ich jetzt ankam an den See und auch die Sicht von weit nicht da war.
Aber hier wenigstens Goldwertung, 49er, knapp drüber und somit mein erster Coyote. Den stopfen wir direkt aus, aber ist mir egal, Junge. Männlicher Coyote, Gold. Take ich sofort. Wir können mal hier den See ein bisschen weiter abgucken, ob wir da noch irgendwo Kojoten sehen. Denn eigentlich ist der ja... So groß ist der gar nicht, wa? Achso, ich sehe die Landzunge da, ne? Ah, da hinten ist es erst. Ja, also Landzunge wird wahrscheinlich keiner stehen mehr, weil wir gerade hier geschossen haben. Dementsprechend können wir da hinten nochmal, wenn dann, gucken, ob da irgendwas ist. Aber da sehe ich auch nichts. Wo steht mein Zelt? Das, ah, da hinten ist noch das Ufer. Hm, ja, aber nichts ersichtlich für mich, oder? Nichts an Kojoten da. Naja, wir haben Goldkojoten. Ich würde jetzt einfach auf Luxringzeit stellen und dann versuchen, da halt auch noch einen Goldlock zu schießen. Und da die Nacht mir weiterhin zunutze zu machen. Ja, hier haben wir zum Glück auch wieder ein bisschen heller, die Morgenstunden. Das ist doch schon mal ganz gut. Gut, hier vorne wird noch Rinderdistanz. Das heißt, hier haben wir ein Trinkgebiet. Vielleicht mal schicken, was das ist. Ob es von einem Luxi-Line ist. Ansonsten, na, guck mal, hinten mal Luxe. Oh, da ist auch ein Sechser. Und ein Fünfer. So, die würde ich doch mal direkt taken, oder nicht? 300 Meter ungefähr, nicht ganz. Das wäre doch schon mal was. Also Luxer. Mal, wenn 300 Meter steht, ein bisschen kürzer. Das heißt, ich schieße ein bisschen drunter, richtig? Hat gepasst. Hat gepasst. Den Fünfer können wir da eigentlich fast liegen lassen, um ehrlich zu sein. Der wird da nicht besser sein. Wenn der Sechser da Gold wäre, wäre schon mal gut. Wir checken mal eben, ob das vielleicht sogar noch ein Luxgebiet ist. Dann könnten wir vielleicht von da hinten das Gebiet hier uns angucken. Ja. Ist auch ein Lux. Wir können einmal gucken, ob es ein männlicher ist. Ja, 14 Kilo ist aber wieder ein männlicher. Gut, dann checken wir das nochmal aus. Weil hier können wir dann auch wieder easy zurückhoppen. Warte, können wir da parkieren hier? Hallo? Hallo? Es hat... Hallo? Ah, danke. Oh, dann ist auch noch einer. Ah, ein Dreier weiblicher. Der bringt mir natürlich herzlich wenig. Deshalb soll der mir egal sein. Deine sind Gallböcke. Hey, wir gehen erstmal zum Sechser und checken dann noch das Gebiet hier aus. Also ich sage, das Trinkzeitenjagen viel, viel angenehmer. Ne? Vor allem der Luxus ist wirklich, wenn man ihn hier morgens schon jagen kann oder hier schon hell ist. Ja, macht es auf jeden Fall mehr Sinn, als jetzt da irgendwie durch die Büsche zu rennen, wie am Anfang. Das war ein bisschen ergebnislos. Haben wir zwar hier und da auch die Tiere gesehen, aber Junge, also der Zeitaufwand ist ja gar nicht in Relation. Interessant, dass der Fünfer einfach stehen bleibt. Den juckt es ja einfach gar nicht auch, oder? Wenn es den gar nicht juckt, dann nehme ich ihn auch mit. Dann nehmen wir den auch mit. Den Fünfer Lux. Dann haben wir wenigstens die beiden. Können wir ein bisschen Cash auch reinholen für die Reparation, die wir ja wieder hier leisten müssen. Und dann gleich mal gucken, da hinten, wenn wir da 200 Meter entfernt sind, müsste ja da auch der Lux reinrendern. Ich glaube, 14 Kilo ist halt groß bei denen. Klingt jetzt nicht so groß, oder? Aber ich weiß ja nicht, wie groß mexikanische Rotluchse so werden. Dementsprechend kein blassen Schimmer. Wir werden es gleich sehen, was das für einer ist. Ich tippe eher auf einen kleineren Lux. Wenn der überhaupt da ist. Und wir sehen da... Ah ja, da vorne kommt er. Und ein Siebener sogar. Ein Siebener. Guck mal, der ist sogar größer als der Sechser, den ich hier geschossen habe. Würde ich also auch nochmal nehmen. In der Hoffnung, falls der hier dann nicht Gold macht, dass der da hinten auf jeden Fall Safe Gold ist. Weil Siebener sind, glaube ich... Also, keine Ahnung, wird ja wohl Gold sein dementsprechend. Wir checken mal eben hier die beiden Luxe aus, die wir haben. Können dann den einen, den Sechser vielleicht nochmal kurz zurückstellen ins Management-Dings hier rein. Das ist, siehste, da geht's mich los. Der ist nur Silber. 23,07. Na, ich bewahre den mal kurz auf. Glaube nicht, dass wir den am Ende brauchen. Oh, ich habe maximales Dings erreicht, wa? Ja, reden über Schreiben, Alter. Brauchen wir nicht. Mehr kann ich nicht speichern, wie es aussieht. Aber macht ja nichts. Wir holen uns auch eben den Lux hier. Der auch mit einem Silber-Scoring. Und jetzt den da hinten. Den müssen wir uns halt nur noch ordentlich treffen. 300 Meter. Abfahrt. Boah, wird schwer, ne? Wird schwer. Aber wenn ich da näher rangehe, dann steht da dieser Senke da. Vielleicht ein bisschen hoch gewesen. Der war ein bisschen hoch. Der war daneben. Der war drauf.
Der war drauf. Hoffentlich haben wir den da jetzt nicht verballert. Der erste Schuss war ein bisschen hoch, der zweite daneben und der dritte ist auf jeden Fall schnell gedroppt. Mal gucken, ob wir da getroffen haben. Ja, Lux halt auch klein auf 300 Meter, ne? Muss man leider fairerweise sagen. Wir checken mal. Aber ja, der eine Anschuss sieht dann doch zum Glück ganz gut aus, dass wir den irgendwie noch gerettet haben, wenn wir nicht irgendwie mit dem ersten Schuss den Kopf getroffen haben. Nee. Er macht Gold. Ja, erster Schuss, wie gesehen, tatsächlich ein Schulterblatt und dann ein bisschen drüber, zweiter Schuss dann, oder der dritte Schuss besser gesagt, der jetzt dann safe, gut, dass er nicht direkt weggelaufen ist, 25er Lux. Und damit auch hier den Lux, den wir ausstopfen können, zweiter mit Gold und damit doch Gold-Multi-Mount komplett, was ich jetzt nicht erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Aber ja, gut, mit der Aussicht der Trinkzeit und dann hier an dem See zum Glück fündig geworden. Da werden wir auch gar nicht viel weiter rumhampeln, um ehrlich zu sein, sondern hier direkt unser Multimount zusammenstellen. Denn ich sag ehrlich, besser wird es am Ende des Tages auch nicht. Also Coyote hier rein. Oh, das ist ja von heute. Guck mal, ich habe auch nur die beiden, oder? Hab ich auch gar nicht. Warum war denn dein ganzer Naken dahinter, das ich schon hatte? Nee, hä, der ist von. Achso, der ist von heute, stimmt. Den ist schon. Das ist mein Koyoten und das hier ist der Rotlux, den wir brauchen. So, damit haben wir die Montage komplett und passenderweise ist das sogar auch ein kleines Multimount, was wir dann zum Beispiel auch auf die Seite hier wieder platzieren können. Ihr seht nicht. Aber das ist für ein Mount, aber das war doch auch so ein rundes Ding auf dem Screenshot drauf, oder? Dann wird es halt da vorne drauf gehen, auf das Dingen hier. Ja, da passt es drauf. Und damit haben wir hier unser nächstes Mount. Eigentlich ein cooles Mount auch, ne? Eigentlich ein cooles Mount. So diese kämpfenden Viecher hier vor allen Dingen. Ja, die stehenden hier finde ich ja ganz cool. Ja. Ey, geiles Mount. Gut, dass wir das gejagt haben. Ich finde, man lernt auch Multimounts halt kennen, die man so nicht sieht. Auch die hier zum Beispiel mit zwei Rares oder so. Oder zwei Diamonds wäre schon ein geiles Mount auf jeden Fall, ne? Aber so auch schön. Das soll's gewesen sein. Haben wir ein bisschen den Bruch hier überstanden. Nächste Woche wird noch mehr Bruch, denn da gibt's zwei Antilopenhasen. Da freue ich mich richtig drauf. Junge, warum eigentlich nur so Kack-Mounts, Alter? Guck mal, eben mit leichte Mounts, ey. Egal, müssen wir durch. Das soll's gewesen sein von dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.